Dans la nature, ça se passe comme ça. Tout ce qui vit grandit, puis un jour ou l'autre, s'arrête de grandir. Car si la croissance du vivant était illimitée, qu'adviendrait-il ? Lorsqu'ils ont atteint leur taille adulte, les arbres cessent de pousser. Le hamster doré, lui, stoppe sa croissance au 18e jour. Quant à l'être humain, il se fixe en moyenne à 1,70 m. Mais il y a des choses dont la croissance semble sans limite. L'économie mondiale, par exemple. Résultat, nos armoires débordent, nos déchets s'accumulent, la nature se déchaîne, les espèces disparaissent. La croissance économique est-elle tout de même une bonne chose ? Seit den 80er Jahren ungefähr sehen wir eine Auseinanderentwicklung. Die Wirtschaft wächst weiter, aber das Wohlergehen der Menschen stagniert oder geht sogar zurück. If we really cared about the plight of the poor, we would stop using so much energy, rare earths and other renewable resources. La croissance effrénée de notre économie n'est plus soutenable. Devrait-on ralentir son développement et opter pour une économie sans croissance ? Ou bien la croissance économique est-elle nécessaire ? Jetons un œil dans le rétro. Pendant longtemps, au cours de son histoire, la croissance économique est restée au point mort. Il faut attendre la révolution industrielle pour qu'elle marque une progression. Mais le véritable coup d'accélérateur ne viendra que plus tard. Ab den 50er Jahren kann man wirklich von einer Zeitenwende sprechen. Ab dieser Zeit gab es zum einen den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren enorme Investitionen. Hinzu kommt günstiges, sehr günstiges Erdöl oder fossile Energie aus dem Mittleren Osten. Der dritte Grund für dieses Wachstum war das sogenannte fordistische Konsummodell. Das ist eine Art der Produktion, die so günstig ist, dass sich die Arbeiter selbst die Produkte leisten können. Und dann sollte sich eben auch jeder zum Beispiel ein Auto leisten können, aber auch Textilien, Reisen, Möbel und so weiter. Investissements nationaux, pétrole coulant à flot, production de masse. De quoi mitonner une croissance aux petits oignons. Dans les premières régions industrialisées comme les États-Unis et les pays d'Europe occidentale, la consommation explose. Le potentiel économique est énorme. Wenn ich mir zum Beispiel die Energienutzung pro Kopf anschaue, die war auch lange Zeit ganz flach. Und dann ab den 50er Jahren ging das nach oben. Genauso, wenn ich mir den Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft anschaue, das begann auch erst mit der Industrialisierung der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. On construit plus de barrages, on utilise plus d'eau, on fabrique plus de papier. La course au toujours plus est lancée. Seit den 50ern wächst und wächst die Wirtschaft, unaufhörlich. Auch kleine Einbrüche machen nicht viel aus. Die Wirtschaft wächst, die Warenproduktion, die Güterproduktion. Leider sehen wir die gleiche exponentielle Logik eben auch im Bereich der ökologischen Probleme, die mit dieser Wirtschaftsweise verbunden sind. Das gilt für den Bereich der Treibhausgasemissionen, im Bereich des Flächenverbrauchs und unter anderem als Konsequenz des Flächenverbrauchs leider auch im Bereich des Verlustes an Artenvielfalt. Auch dort ist es so, dass wir diese exponentielle Kurve sehen. Problème, notre planète, elle, a ses limites et ne peut produire indéfiniment. Ses mécanismes sont fragiles. Certaines ressources peuvent se régénérer à condition de ne pas les épuiser complètement. Mais pour beaucoup d'autres,
Les réserves disponibles sont limitées. Lange Zeit haben sich Ökonomen die Wirtschaft in etwa so vorgestellt wie diese kleine Modellökonomie hier auf meinem Schreibtisch. Mit Haushalten, die Ersparnisse bilden, einem Bankensektor, der diese Ersparnisse dann an das verarbeitende Gewerbe übermittelt. Ein bisschen Landwirtschaft, natürlich Infrastruktur, Verkehrswege. Aber was es nicht gab in diesem Konzept, war irgendeine Art von äußerer Grenze, von Beschränkung. Dans les cercles économiques, l'idée d'une croissance bridée passe mal. Même lorsque celle-ci est soutenue par Joseph Stiglitz, économiste en chef de la Banque mondiale dans les années 1990. Da war das nicht opportun. Die Weltbank zum damaligen Zeitpunkt wollte nicht deutlich machen, dass das Wirtschaftssystem am Ende des Tages nur ein Teilsystem ist, das eingebettet sein muss in das größere Ganze, nämlich das Ökosystem unseres Planeten. Pour autant, la croissance économique reste le Graal d'une majorité de pays dans le monde, car elle est promesse de prospérité. Das erste ist hohe Steuereinnahmen und hohe Sozialabgaben, dann aber auch hohe Beschäftigungsquoten. Wenn das einbricht, dann sind Jobs zum Beispiel, Arbeitsstellen gefährdet, Steuereinnahmen sind gefährdet, allenfalls auch die Sozialversicherung inklusive Rentenversicherung. Une croissance économique constante est-elle nécessaire au bien-être de tous? Admettons que la réponse soit oui. Que faudrait-il accroître? Et surtout, avec quels outils de mesure? Nehmen wir an, dieser Kuchen hier umfasst und steht für alle wirtschaftlichen Grundlagen der Menschen und des Wohlergehens. Das Bruttoinlandsprodukt misst alle Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr hergestellt werden und die auf dem Markt gehandelt werden. In dieses Bruttoinlandsprodukt geht zum Beispiel ein, dass ich diese Torte gekauft habe. Nouvelle coupe de cheveux, leçon de yoga, nouveau vélo, cuiseur à œufs, tout compte. Mais il y a un hic. Verallgemeinert kann man auch sagen, dass das Bruttoinlandsprodukt all das misst, was am Markt gehandelt wird. Bei diesem Kuchenstück ist es nur das obere Teil, zum Beispiel so ungefähr bis hierher. Dieses Bruttoinlandsprodukt misst aber nicht, was alles an unbezahlter Arbeit geleistet wird. Das macht ungefähr so viel aus. Zum Beispiel die sogenannte Sorgearbeit, die man als Eltern gegenüber den Kindern leistet oder gegenüber Angehörigen, die man pflegt, das findet im Bruttoinlandsprodukt nicht statt. Chaque année en Allemagne, 89 milliards d'heures de travail ne sont pas rémunérées. Seuls 66 le sont. L'écrivain Georges Bernard Shaw disait « Le travail d'une bonne fait augmenter le produit intérieur brut. Mais si on l'épouse, il stagne. » Ein Problem mit dem Bruttoinlandsprodukt ist, dass wir es gleichsetzen mit Wohlergehen oder Wohlstand. Das hatte einen Grund in den 50er, 60er Jahren, wo es den Menschen tatsächlich besser ging, als das Bruttoinlandsprodukt gewachsen ist. Aber seit den 80er Jahren ungefähr sehen wir eine Auseinanderentwicklung. Die Wirtschaft wächst weiter, aber das Wohlergehen der Menschen stagniert oder geht sogar zurück. Das Bruttoinlandsprodukt sagt aber über die Verteilung der Einkommen überhaupt nichts aus. Ob das wenige Bill Gates sind, die sehr, sehr, sehr viel Einkommen generieren und eine große Schar an Habenichtsen, oder ob das eine gleicher verteilte Situation ist, die da zugrunde liegt, das kann man anhand des BIP allein überhaupt nicht erkennen. Insofern ist das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich sehr gut in dem Zweck, für den es mal erfunden wurde, entwickelt wurde, nämlich Aufschluss zu geben über die Wirtschaftsleistung im Bereich der über den Markt gehandelten Güter und Dienstleistungen. Wenn wir das zu absolut stellen und verallgemeinern und es als allgemeines Wohlfahrtsmaß interpretieren, dann kann es uns eben auch in die Irre führen. Selon certaines études, on vivrait mieux en Espagne qu'aux États-Unis. Et 5 années de plus. Et ce, malgré un PIB par habitant de 45% moins élevé. C'est un fait.
Le niveau de satisfaction des personnes augmente avec le niveau de leurs revenus, mais seulement jusqu'à un certain seuil. Aux États-Unis, ce seuil de satiété se situe à 75 000 $ de revenus annuels bruts. Au-delà, on ne s'estime pas plus heureux. En Allemagne, ce seuil est de 81 000 €. En Amérique latine, 28 000 €. C'est comme avec le PIB. Ne tenir compte que des revenus ou des performances économiques ne renseigne pas sur le bien-être d'une personne ou d'une société. Natürlich wird auch Naturverbrauch im Bruttoinlandsprodukt nicht gemessen. Wir nennen das heute Ökosystemdienstleistungen und dieser Wert, der wird im Bruttoinlandsprodukt auch nicht ausgedrückt. Und er wird auch nicht ausgedrückt, wenn diese Leistungen geschädigt werden, dann sehen wir das auch nicht in dieser Größe. En 2010, une plateforme pétrolière explose dans le golfe du Mexique. 800 millions de litres de pétrole se déversent dans l'océan. Pour autant, le PIB américain continue d'augmenter grâce aux milliards injectés dans la réparation des dommages. En Allemagne, la dépollution des eaux contaminées par les médicaments génère 1,2 milliard d'euros de dépenses, un coût également intégré dans le PIB. En France, la pollution aux particules fines entraîne chaque année 45 000 décès et 48 milliards d'euros de dépenses en frais médicaux et arrêts de travail qui accroissent le PIB. Wenn wir also nochmal identifizieren, wie viel das BIP ausmacht, dann ist es ungefähr dieser Teil. Und den tun wir jetzt auf den Extrateller und sehen hier, das BIP macht nur einen Teil der gesamten Wertschöpfung und der gesamten Lebensgrundlagen der Menschen aus. Le PIB ne nous renseigne donc que partiellement sur la performance économique d'un pays. Pire, il masque les limites que nous dépassons et qui fragilisent nos conditions d'existence. Dans les années 1960, les houillères de la Ruhr noircissent le ciel. Le Rhin est pollué, les déchets s'accumulent partout dans le monde. En 1972, cette photographie prise par l'équipage d'Apollo 17 frappe les consciences. On y voit la Terre entièrement éclairée, dans son intégralité. Une bille bleue aussi belle que fragile. La même année, une étude commandée par le Club de Rome est publiée. I assembled a team of 16 scientists. Our goal was to gather currently available information and develop a computer model that would help us understand over a 200-year period, from 1900 up to 2100, the causes and consequences of growth. Il y a 50 ans, les experts nous mettaient déjà en garde. We said back then that we had the option. You could either slow things down or you could enjoy growth for another 50 years, at which point we'd be so far above the carrying capacity of the planet, we'd have to drop back down. Le rapport se vendra à 32 millions d'exemplaires, portant à la connaissance de tous les conséquences d'une croissance effrénée. 50 ans plus tard, où en sommes-nous? Avons-nous su tenir compte des limites de la planète? Listons les 9 limites planétaires établies par les scientifiques. Le changement climatique, les entités nouvelles, par exemple des produits chimiques, l'appauvrissement de la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques, l'acidification des océans, la perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, l'utilisation de l'eau douce, l'utilisation des sols et les pertes de biodiversité. L'anneau blanc représente les limites d'une planète intacte. Avant l'ère industrielle, nous en étions à un point au centre. Dans les années 1950, le point s'est élargi. Dans les années 1960, les premières limites planétaires ont été franchies. Actuellement, 6 sur 9 ont été dépassés, représentés en jaune et en rose. Es gibt jetzt schon schätzungsweise vor allen Dingen im globalen Süden 8 Millionen Tote im Jahr aufgrund der manifesten ökologischen Krise, die wir erleben. Les conséquences de la croissance sur la nature ne sont plus à démontrer. Mais si nous en sommes réellement dépendants, pourquoi ne pas opter pour une croissance verte? Le PIB pourrait-il continuer d'augmenter parallèlement à une baisse de la consommation des ressources?
Les économistes parlent ici de découplage. Une croissance verte, en somme. Génial, non ? Nein, grünes Wachstum gibt es nicht. Denn was wir beobachten, ist, dass mit Wirtschaftswachstum auch der Ressourcenverbrauch steigt. Wir haben keine Entkopplung. Das bräuchten wir aber angesichts der ökologischen Probleme. Et malgré le progrès technique, nous consommons toujours autant. C'est ce qu'on nomme l'effet rebond. Und das heißt, dass zum Beispiel durch technischen Fortschritt ein Motor energieeffizienter wird. Und die Konsequenz war dann aber nicht, dass wir einfach kleinere Motoren verwendet haben, sondern im Zweifelsfall Autos mit noch mehr PS gebaut wurden. Auch grüne Technologien brauchen ja Ressourcen. Und zwar in gigantischem Ausmaß. So etwas passiert hier gerade in Ecuador mit dem Balsa-Holz. Das ist ein sehr leichtes, aber hartes Holz, was verwendet wird zum Bau von Windrädern für erneuerbare Energien, vor allen Dingen für den Export nach China, was dazu führt, dass hier indigene Kulturen und die Biodiversität zerstört werden. Certains font tout de même le pari d'une croissance verte. In dem Sinne, dass wir sagen, wir sollten alles daran setzen, diese absolute Entkopplung hinzubekommen und gleichzeitig komplementär dazu auch Maßnahmen ergreifen, die unsere Gesellschaften robuster und resilienter machen für ein Szenario, in dem wir vielleicht tatsächlich mit entsprechenden Rückgängen oder vielleicht sogar einer schrumpfenden Volkswirtschaft umgehen müssen. Jusqu'ici, nous avons échoué à réduire notre consommation de ressources. Et ça ne devrait pas s'améliorer, même si nous sommes parvenus à un découplage relatif. Certes, notre consommation augmente moins vite que par le passé, mais elle augmente. Donc pour l'heure, pas de croissance verte en vue. Those are fantasies. Some serious environmentalists advocate green growth. I think they're misguided. Most of the people advocating it are in the corporate sector or in political organizations, and I think they're actually more interested in the growth than they are in the green. La situation est-elle à ce point désespérée? La croissance économique détruit nos ressources vitales et la croissance verte ne serait qu'une chimère. Mais il faut bien que les États remplissent leurs caisses, non? Avons-nous un quelconque moyen de rompre notre dépendance à la croissance? Can we survive without growth? Yes, of course we can. Our Homo sapiens, our species, has been on this planet for 300,000 years. For most people, most of our time on this planet has been without growth, and it will be in the future. Autre piste, pourquoi ne pas réformer le système fiscal qui récolte les fruits de la croissance? Dies ist so aufgebaut, dass etwa 60% der Gesamteinkommen des Staates durch Abgaben auf Arbeit sind. Einkommensteuer und Sozialabgaben. Le travail étant la principale source de revenus de l'État, il est dans son intérêt d'avoir un taux d'emploi et un niveau de salaire élevé. Mais le coût élevé des salaires amène bon nombre d'entreprises à remplacer le travail humain par des machines. Les gens perdent leur travail et pour recréer des emplois, on s'en remet à la croissance. La croissance revenue, on recourt à de nouvelles machines plus productives et des emplois sont de nouveau supprimés. La productivité devient alors un piège. Etwa 13% sind durch Besteuerung von Kapital und etwa weitere 20% sind durch Mehrwertsteuer. Und da verbleiben 5% etwa für Besteuerung von Umwelt. Ein wichtiger Ansatz wäre, das Steuersystem zu reformieren. Das würde bedeuten, dass Arbeit weniger besteuert wird, stattdessen aber Kapital stärker besteuert und Umweltressourcen stärker besteuert. De cette façon, l'État serait moins enclin à miser sur la création de nouveaux emplois via la croissance. Et plutôt que de supprimer des emplois, ne pourrait-on pas répartir le travail entre un plus grand nombre de personnes? Entre nous, qui aurait à redire contre une semaine de 4 jours? Islandais et Norvégiens en font déjà l'expérience. En Allemagne, 7 salariés sur 10 du secteur de la métallurgie ne souhaitent pas plus d'argent, mais plutôt davantage de temps libre.
Eine wachstumsunabhängige Wirtschaft würde auch bedeuten, dass Unternehmen weniger wachstumsabhängig sind oder nicht mehr wachstumsabhängig sind. Und das ist möglich, wenn Unternehmen beispielsweise andere Formen annehmen, also statt börsennotierte Kapitalgesellschaften, Stiftungsform oder Genossenschaftsform. L'État pourrait par ailleurs financer des entreprises de biens communs. Hier schauen Unternehmen an, wie sie mit ihren Mitarbeitenden umgehen, welche ökologischen Folgen ihr Handeln hat. Und durch diese größere Zahl von Indikatoren verfolgen sie auch weitere Ziele als nur beispielsweise Gewinn oder Umsatzsteigerung oder Umsatzsicherung. Une obligation de réparation sur les biens permettrait aussi de freiner la production. L'Union européenne travaille à la mise en œuvre d'une économie circulaire avec des produits plus durables. Selon le GIEC, les sociétés misant sur davantage de justice sociale et de services publics consommeraient moins d'énergie que celles axées sur une forte croissance économique. Des idées pour réduire la croissance économique et son pouvoir destructeur, il y en a. Mais comment consommer moins ? Im Bereich der Treibhausgasemissionen ist das eleganteste Instrument da die sogenannte CO2-Bepreisung. Und damit bekommen dann ja auch alle Produkte, die darauf aufbauen, einen entsprechend höheren Preis. Ob ich aufs Autofahren verzichte, aber mir weiterhin ab und zu ein Rindfleischsteak grille oder das genau andersrum mache, das kann dann jeder für sich entscheiden. Das über Preise zu versuchen, schafft immer nur neue Ungerechtigkeiten, weil die Reichen können sich davon immer freikaufen. Ceux-là même qui consomment le plus. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für die Hälfte des gesamten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich. Seul 10% de la population mondiale a déjà pris l'avion. Les 90% restants n'en ont pas les moyens. Question. Les plus riches devraient-ils renoncer à voler ? Es geht ja überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Obrigkeiten uns autoritär von oben zwingen, etwas zu tun und damit unsere Freiheit als Konsumenten angreifen. Es geht ja darum, dass wir eine wirklich existenzielle Krise durchleben. Und dafür müssen wir kollektiv Verantwortung übernehmen. Das heißt, in demokratischen Prozessen von unten gemeinsam diskutieren, wie wir es schaffen, innerhalb der Grenzen des Planeten zu leben. En France, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat a obtenu l'interdiction des vols intérieurs de courte distance. Sur le marché de l'automobile, les publicités doivent désormais se plier à de nouvelles réglementations pour être, disons, un peu moins incitatives. Et fini les promotions en tout genre. Il faut désormais consommer moins pour produire moins. Selon les experts du GIEC, réduire la croissance, également par des mesures politiques, pourrait freiner les effets du changement climatique et même augmenter la prospérité. Mais cela vaut-il pour les régions les plus pauvres du monde? N'ont-elles pas d'abord besoin de croissance? First of all, point out that current policies are only making the gap between the rich and the poor bigger. It's not solving the problem of the poor. À l'heure actuelle, de nombreux pays du Sud sont majoritairement sous-traitants. C'est le cas de l'Équateur. L'économie du pays repose fortement sur ses exportations de pétrole, ce qui nuit à ses habitants et à son environnement. La recherche explore de nouvelles voies pour engager une transition vers une économie durable. Dabei sind wir darauf gekommen, dass es vor allen Dingen wichtig wäre, die gesamte Agrarpolitik auf ökologische Landwirtschaft umzustellen. Des projets commencent déjà à voir le jour. Plusieurs pistes de développement pourraient être exploitées. Les produits à base de plantes médicinales, la production locale d'énergie propre, ainsi que le tourisme. Insbesondere ein Ökotourismus, Naturtourismus, Abenteuertourismus oder auch Kulturtourismus, der auch von indigenen Gemeinden selbst betrieben werden könnte. Im Moment stellt der Tourismus 1-2% der Wirtschaft dar. Er könnte aber wachsen auf mindestens 5% und wenn man die gesamten produktiven Verkettungen mit einrechnet, sogar bis auf 10%.
Et si le changement global commençait à petite échelle? Alles, was geht, wird lokal produziert in erster Linie. Dann wird die nationale Wirtschaft gefördert. Als nächster Schritt wird dann die regionale Wirtschaft in den Blick genommen. Das würde für uns heißen die lateinamerikanische. Und nur das, was auf dieser regionalen Ebene nicht produziert werden kann, würde aus der globalen Umgebung importiert. Dans le futur, nos systèmes économiques devront être repensés. Comment et pour servir quel objectif? La prospérité, certes. Mais selon les régions du monde, chacun s'en fait une idée différente. Tout n'est pas qu'une question de PIB. Au Bhoutan, on mesure le bonheur national brut. 9 critères sont pris en compte. La santé, l'éducation, le niveau de vie, le bien-être psychologique, la répartition du temps, la diversité culturelle, la bonne gouvernance, les valeurs communautaires et la biodiversité. Serait-ce l'alternative à une croissance économique continue? In einer kleinen ländlichen Gemeinde in den südecuadorianischen Anden namens Narbonne wurde zum Beispiel 2010 ein konventioneller Zensus durchgeführt, bei dem fast 90% der Haushalte als arm und interventionsbedürftig eingestuft wurden. Und nur 2 Jahre später wurde dann eine alternative, subjektive Wohlstandsmessung durchgeführt, die sich am Bruttonationalglück von Bhutan orientierte. Und dabei kam dann raus, dass über 3/4 dieser selben Haushalte eigentlich sehr zufrieden mit ihrer Lebenssituation waren. Und während der Zensus zum Beispiel die traditionellen Lehmhäuser als defizitär eingestuft hat, fanden die Leute die eigentlich sehr angemessen, weil sie vor allen Dingen auch gut dämmen in Sachen Temperatur. L'Islande, l'Écosse, la Finlande, la Nouvelle-Zélande et la France cherchent aujourd'hui d'autres indicateurs que le PIB pour mesurer le bien-être de leur population. En Allemagne, le ministère de l'Économie tente lui aussi une avancée. Herr Habeck hat im neuen Jahreswirtschaftsbericht erstmals weitere Indikatoren jenseits des Bruttoinlandsprodukts auch aufnehmen und diskutieren lassen. Zum Beispiel das sogenannte Gender Pay Gap, den Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen, den Flächenverbrauch und die Treibhausgasemissionen natürlich im Bereich der ökologischen Herausforderungen, aber auch den Breitbandausbau. Malgré cela, l'Allemagne et la France poursuivent des objectifs de croissance. Dans ces conditions, pourrons-nous limiter le réchauffement à 1,5 degré? On peut en douter. Selon une étude publiée dans le magazine Nature, mieux vaudrait miser sur la décroissance que sur le développement de nouvelles technologies. Is it realistic to imagine that the North would ever deliberately initiate policies to slow its own growth in order to give the poor countries more opportunity? No, absolutely not. What I can say for sure is that by the end of this century, 2100, population, material and energy consumption globally will be very, very much lower than they are today. The only option we have now is whether we slow it through our own measures or we sit back and let nature do that for us. Es muss so sein, dass die Wirtschaftsbereiche, die uns schaden, schrumpfen und die, die wir als förderlich für Mensch und Umwelt einstufen, wachsen können. Il est encore temps de préserver les ressources vitales de la planète, en repensant notamment notre modèle économique. Car au fond, l'économie du toujours plus doit-elle passer avant l'humain ?